Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Spore. Spore. Greift das für Niki, weil ich greift wen? Julie, ja, von mir aus. Mein Gott, wen interessiert denn das? Ich habe schon wieder vergessen, was ich machen wollte, obwohl es noch gar nicht so lange her ist. Das ist alles freundlich. Ich wollte bestimmt irgendwie wieder Streit anfangen. So wie ich mich kenne. Ah. Streit kann ich gut. Wie weit hast ihr mich? Interessiert mich nicht, wie viel ihr mich hasst eigentlich. Danke. Oh, Laser. Oh, ich kann hier gar nicht. Hallo? Ah, jetzt. Was zeigen sie mir? Was nämlich, wenn ich ein Gebäude kaputt mache? Oh, ich bin weg. Oh Gott, ist das gefährlich. Das ist einfach, wie soll man denn so eine ganze Stadt zerstören? Ich glaube, da brauche ich besseres. Brauche ich Bomben oder sowas? Weil der Laser ist zu schwach. Naja, war wieder gleich ein toller Anfang für den Beginn. Apropos. Ach nee, da habe ich zu wenig, um das zu kaufen. Ah, habe ich schon wieder dieses scheiß Signal. Ja, danke, dass du mich empfängst. Yep, yep. Mach's gut. Hab heute schon eine große Aufnahme zu Long Dark hinter mich gebracht. Oh! Die haben dann einzelnen Planeten anscheinend. Schießen wir auch zurück. Danke! So sieht es schon wesentlich besser aus. Gehen einfach mal selber hoch und das ist doch vollkommen egal. Was die an Schaden machen, ist auch so minimal. Ach, ich habe ein Reparaturset. Stimmt. Hoffentlich zerstört. Nicht hoffentlich Allianz. Aha. Jetzt werden wir gleich angegriffen. Die bauen sich gerade auf. Aber gegen die Einzelnen haben sie, gegen ein großes Schiff haben sie einfach keine Chance. Hier wird nicht abgehauen. Sag mal. Hurra! Ja, geht doch. Die Raketen sind echt toll. Du entkommst mir eh nicht. So, dann können wir uns ja das machen, was hier war. Was haben sie denn? Ich muss echt irgendwann mal einen stärkeren Laser oder irgend sowas holen. Ich wollte euch eh vernichten, denn ich hasse euch so sehr und ich wollte nur euer Geld. Ist ein bisschen würfelförmig, der Planet. Ich könnte ja jetzt irgendwas Bedeutungsschwangeres sagen, so wie es immer in dem Film ist. Ich muss ja noch irgendwo... Ah ja, da ist noch eine Insel. Insel? Nee, noch ein Land. Ist mir aufgefallen, in den Filmen, alles, was sie sagen, ist immer so extrem überdeutlich und bedeutsam. Also normal unterhalten sie sich nämlich gar nicht mehr. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Da hat man doch voll die Ansprüche ans echte Leben. Ich kann so gar nicht reden. Ich würde es am liebsten jetzt machen, aber
Achtet mal drauf. In Filmen wird eigentlich nichts Belangloses gesagt. Die reden. Alles, was sie sagen, ist ganz, ganz wichtig immer. Ist mir heute aufgefallen, wo ich mir den Film Oblivion angeschaut habe. Der zu meinem Erstaunen echt enttäuschend war. Dafür, dass man so viel auf den Film gegeben hat und irgendwie war das auch überhaupt nicht das, was ich von dem Film erwartet habe. Was allein schon dafür reicht, dafür sorgt, dass man den Film nicht so mag. Wenn einem von der Werbung irgendwas vorgeführt wird, wie der Film wird, und dann ist es ganz anders, als man denkt. Na? Das wollte ich eigentlich bei The Long Dark sagen, aber das Problem ist, ich vergesse die Sachen halt immer. Oh, fuck. Was haben die andere die... Ah, die sind noch schwächer anscheinend. Boah! Hi! Ich drücke immer die falsche Taste. Das ist echt ein Problem. Plus ist so groß und Minus ist so klein. Warum eigentlich? Wir hatten so eine... Sagt jetzt nicht, meine Heimatwelt wird auch angegriffen. Ah, natürlich. Was auch sonst? Mal sehen, was wir schaffen. Oh, cool. Ist doch richtig viel. Davon sollte ich mir vielleicht noch ein bisschen was holen. Die beschießen mich und ich kann wieder mal nicht schießen. Ich sehe auch gar nicht, wo ich hinschießen muss. Wo auch immer die herkommen. Ah, seht mal, das sind die schollen Bodentruppen. Wo ich dachte, dass es Bodentruppen sind, das sind einfach nur Gewürztypen. Ah! Warum? Danke. Ja. Ach, kostet anscheinend doch keine Energie. Kann ich die Stadt wieder aufbauen? Ist ja irgendwas kaputt? Wahrscheinlich eine Menge. Kein weiterer Platz für Geschütze. Ich kann auch eine Fabrik errichten. Das bringt aber nichts. Könnten noch eine Unterhaltung machen. Feiern sie mehr Feste. Und werden produktiver. Feindliche Ufer greifen eher an. Und es ist bloß noch eine Frage der Zeit, bis wir hier die letzte Plakette haben. Und wenn ich die letzte Plakette habe, was frage ich mich sowieso, was dann irgendwann ist. Meisterplakette. Was ist das denn? In 7 Sternsystemen, um dein Reich zu ver... 7 Sterne. Oh ja. Ach hier. Ach, wieso muss ich das immer erst so erfahren? Das ist doch unnötig. Kann ich nicht direkt hingehen? So. Natürlich haben sie überhaupt nichts abgebaut. Faules Pack. Hey. Kann natürlich nicht erwarten, dass die... Wieso kann ich die nicht angreifen? Ah, jetzt haben sie gemerkt, dass sie beschossen wurden.
Ich muss sagen, seit ich... Ach, das ist ja gar nicht was von denen. Ach, doch, da. Seit ich dieses ein Update gekriegt habe und ich nicht mehr ständig alles verbessern muss, von den Audiosporen ist das viel, viel einfacher. Das war ja einfach. Kann ich euch reparieren? Wahrscheinlich Terrascore wieder. Na, ja, kein Problem. Oh, cool. Was ist das? Ich brauche aber irgendwas mit... Also Frachtraum ist zwar nett, aber ich brauche irgendwas, was uns für eine effektive Zielsuche gegen feindliche Raumschiffe im Boden ziehen. Ich glaube, ich will gerne mal die Minibombe haben. Ist bestimmt ganz praktisch. Wenn ich es auf einen Bodenkampf ankommen lasse. Oh, bei der Gelegenheit, ich hatte hier noch... Ich muss erstmal durchsehen. Ja, mehr. Müssen ja auch ein paar Gewürze vorhanden sein eigentlich. Ah. 5 an mehr Gewürzen. Ja, das kann ich dir... Nee, dafür verkaufe ich sie nicht, tut mir leid. Also ist mir zu wenig Geld. So, und die haben wir ja auch noch als Feinde. Müssen wir auch noch schlagen. Aber wenn ich mich recht entsinne, waren die auch ziemlich stark. Weil die hier einen riesigen Hauptplaneten hatten. Ich frage mich eins. Ich frage mich gerade, ob überhaupt gerade was passiert, wenn ich das nutze. Oh, scheint was zu bewirken. Voll das Feuerwerk. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst entschieden soll. Oh, wir sind aber deutlich besser gewesen diesmal. Brauchen noch einen besseren Rumpf und vielleicht noch einen Verbündeten? Wird langsam. Problem ist, ich bin nicht alleine. Ich brauche vielleicht irgendwas, was mich so stark macht. Ja, Doppeluntertasse natürlich, so wie immer. 10.000, du kannst es von mir also alles haben. 50.000. Cool. Also wenn man sich hier wirklich mal ein bisschen beschäftigt mit dem Handel, dann kriegt man ja auch Haufen Geld. Was ist das denn? Mittelstarke Präzisionswaffe. Mini-Impuls. Die hätte ich auch gern. Aber gegen die richtigen Gegner komme ich hier einfach nicht an. Na, den habe ich glaube ich schon mal angegriffen. Ach, warum sollte ich mich überhaupt mit ihr beschäftigen? Ich kann doch direkt auf die... Total unnötig. Juhu! Scheiß auf das Geld.